Okay. Aber Schatz, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs nach Dänemark. Unsere Tour wird dieses Mal in den 3 Wochen verlaufen. Nach Dänemark, etwas Abspann auf der Insel Mon und werden uns in Mons Klint anschauen. Danach werden wir eine kleine Stadttour durch Kopenhagen machen. Also Schatz, wir sind in Kopenhagen, da machen wir einen Ausflug und dann geht es weiter über Malmö, Göteborg nicht angehalten, nach Oslo. Und dann schauen wir weiter, wie es im Norwegen ist, oder? Jawohl, genau. Wir schauen dann erstmal den Südteil Norwegen an, da wir Geiranger Fjord nicht machen können, da da noch sehr Schnee ist und alle kleinen Passstraßen gesperrt sind, wie der Trollstiegen. Deswegen werden wir Südnorwegen etwas unsicher machen und dann schön Sachen raus. Genau. Ich freue mich. Endlich ja. Geht's los. On the road again. Wir haben für diese Route die Fähre nach Rostock nach Getzer gebucht, da unser erstes Etappenziel die Insel Mön ist. Nach der Arbeit ging es dann sofort los. Die Strecke von 700 Kilometer wurde nur mit einem kleinen Powernapping unterbrochen, sodass wir die erste Fähre nach Dänemark erreicht haben. Die Fähre Rostock nach Getzer ermöglicht eine schnelle Fährverbindung von Deutschland nach Dänemark über die Ostsee. So beträgt die Überfahrtsdauer mit Scantlines ca. 2 Stunden. Auf dem Weg zu unserem Stellplatz befindet sich die Elmelundkirche, eine Kirche auf der Insel Mön in Dänemark. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist für ihre gut erhaltene Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert bekannt. Die Kirche befindet sich inmitten eines idyllischen Landschaftsgebiets und strahlt eine ruhige Atmosphäre aus. Ihr architektonischer Stil ist typisch für mittelalterliche dänische Landkirchen. Besucher können die Kirche besichtigen und die faszinierenden Wandgemälde sowie die historische Atmosphäre genießen. Der Campingplatz Camp Mons Klint liegt in der Nähe der berühmten Kreidefelsen. Er bietet verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten wie Stellplätze, Wohnmobile und Zelte sowie Ferienhäuser zur Miete. Der Campingplatz verfügt über moderne Einrichtungen wie Sanitäranlagen, einen Supermarkt und ein Restaurant. Die Lage ist ideal für Naturliebhaber, die die beeindruckenden Klippen erkunden möchten. Platz kann man wählen, wie man möchte. Außerhalb der Saison alles easy. Wir standen direkt am See des Campingplatzes. Wir haben dann gleich einen Wanderweg Richtung Mons Klint genommen. Es gibt steile Treppen und wir haben unsere 14-jährigen Stella bei der ersten Route alles abverlangt und mussten danach feststellen, dass die Strecke, die wir gemacht haben, nicht ganz zumutbar für unsere liebe Stella war. Auch für mich, da ich sie zweimal eine Treppe hochtragen durfte. Weiter, 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 was ist los?
Nein, das ist cool. Wunderschön? Ja. Ja, perfekt. Mønsklint ist eine atemberaubende Küstenklippe an der Ostküste der dänischen Insel Møn. Die Klippen erreichen eine Höhe von bis zu 128 Meter und bieten spektakuläre Ausblicke auf die Ostsee. Die markante weiße Kreideformation und die dichten Wälder rund um die Klippen machen Mønsklint zu einem beliebten Touristenziel. Man kann entlang der Wanderwege spazieren, die Klippen erkunden, an den Stränden entspannen oder im Fossilienreich nach Fossilien suchen. Die Gegend ist ein absolutes Naturerlebnis und karibisches Farbenspiel. Wir sind in Dänemark angekommen. Kopenhagen. Jawohl, und jetzt geht es zur kleinen Meerjungfrau. Unsere erste Etappe bei den Sightseeing-Fußmarsch. Und dann schauen wir mal, was wir so alles noch entdecken, was wir zum Essen finden. Ja, in diesem Sinne, bis später. Die kleine Meerjungfrau ist eine berühmte Bronzestatue in Kopenhagen. Die Skulptur wurde von Edvard Eriksen geschaffen und im Jahr 1913 enthüllt. Die Statue stellt eine Meerjungfrau dar, die am Ufer sitzt und aufs Meer hinausblickt. Die Meerjungfrau ist ein Symbol für Kopenhagen geworden, eine der meistbesuchten Touristenattraktionen der Stadt, wie man hier sehen konnte. Sie ist ein beliebtes Wahrzeichen. Das Schloss Amalienborg ist ein bedeutendes kulturelles und historisches Symbol Dänemarks und ist die königliche Residenz in Kopenhagen. Es besteht aus vier identischen Palästen, die einen quadratischen Platz umgeben. Die Paläste wurden im 18. Jahrhundert im Rokoko-Stil erbaut und sind die Heimat der dänischen königlichen Familie. Der Wachwechsel vor dem Schloss ist eine beliebte Attraktion für Besucher. Der Nyhafen ist ein bekannter Hafenkanal in Kopenhagen. Er ist für seine bunten historischen Gebäude, Cafés und Restaurants entlang der Uferpromenade bekannt und zieht Besucher aus aller Welt an. Wir haben einen sehr leckeren Imbiss im Kap Horn zu uns genommen. Empfehlenswert. Song. Die Vor Frelsers Kirche ist eine beeindruckende barocke Kirche in Kopenhagen, bekannt für ihren markanten Turm, der eine atemberaubende Aussicht über die Stadt bietet. Zum Besuchen ist es wichtig, sich einen Uhrzeitslot online zu buchen, was wir aber erst in der Kirche erfahren haben und wir keine Zeit mehr hatten. Wir fahren weiter Richtung Schweden über die Öresundbrücke. Die Öresundbrücke ist beeindruckend. Sie verbindet Dänemark mit Schweden. Sie erstreckt sich über den Öresund, die Meerenge zwischen Kopenhagen und Malmö und ist eine der längsten Schrägseilbrücken der Welt. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von rund 8 Kilometern und besteht aus einer Kombination aus Brücken und Tunnelabschnitten, die sowohl für den Straßen- als auch für den Eisenbahnverkehr genutzt werden können.
sind an unserem nächsten Etappenziel in Schweden angekommen. Mellby Strand ist ein beliebter Strand an der Westküste von Skåne in Schweden. Der Strand erstreckt sich über mehrere Kilometer entlang der Küste und ist für seinen feinen Sand, seine klaren Gewässer und seine natürliche Schönheit bekannt. In der Nähe des Strandes gibt es auch Campingplätze und Ferienhäuser für Übernachtungen. Wir übernachten in Mellby Strands Camping, ein beliebter Campingplatz in der Nähe des Mellby Strandes und bietet alles, was man braucht. Saubere sanitäre Einrichtungen, ein 24 Stunden offenes Lebensmittelgeschäft und ein Restaurant. Vor allem sehr nette Mitarbeiter. Diesen Platz können wir bedenkenlos empfehlen und wir werden bestimmt wiederkommen. Ich hoffe, euch haben unsere ersten Etappe auf unserer Skandinavien-Tour gefallen. Um weitere Videos nicht zu verpassen, drückt auf Abonnieren und hinterlasst ein Like oder Kommentar. Wir freuen uns, euer Meeresliebe-Unterwegs-Team.